Hallo, liebe Plüschis, und ich habe gar keins ausgewählt, warte. Und herzlich willkommen zurück bei der One Horse One Day Challenge. Wir sind hier in Dundol und wir machen heute wieder ein Trabrennen. Wir machen wieder ein Trabrennen gegen Kai. Sag mal Hallo. Und wir werden uns währenddessen über unsere Lieblingsfilme bzw. über Filme generell ein bisschen unterhalten. Und tatsächlich würde ich dann einfach mal sagen, dass wir die Rennen dann einfach, also dass wir die Filme einfach mal so vorstellen, kurze Inhaltsangabe geben. Und ja. Und denk daran, du musst auch wieder die Zeit nehmen, ne? Oh, stimmt. Damit wir einen Beweis haben, wer als erstes am Haus von den Schweden ankommt. Die ja eigentlich nur in allen anderen Sprachen sind es Deutsche, ne? Nur in Deutsch mehr sind es Schweden. Ja. Ganz komisch. Okay, bist du bereit? Jo. 3, 2, 1, los. So. Aber wir müssen noch gesagt werden, von wegen, dass dein Pferd ein American Painthorn ist. Und meines ist genau, ich bin heute auf Silverstone unterwegs. Silverstone ist einer der alten American Paint Horses. Und Kai hat ein Quarter Horse dabei. Genau. Also Brüder im American quasi. Aber an sich haben sie, glaube ich, nicht viel miteinander zu tun, die beiden Rassen. Oder ist das vielleicht das, ach ja, ich bin ja Trab, ne? Ja. Ist ja kein Ritt zusammen, ist ja gegeneinander. Ich würde sagen, wir laufen geradeaus, ne? Da kannst du nicht drüber gehen. Da kannst du nicht springen. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Oh nein, stimmt, das ist eine Brücke. Oh Gott. Nee, oder weißt du, dass es vielleicht die Paint Horse, vielleicht die Pintos sind von den Quarter Horse? Oder ist das irgendwie... Nee, die sind eine eigenständige Rasse tatsächlich. Okay. Also nicht wie es könnte vielleicht sein, dass die Paint Horses durch Kreuzungen von American Quarter Horses mit anderen Pferderassen entstanden sind. Aber das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Okay, aber denkbar wäre es. Denkbar wäre es natürlich, klar. Nee, ich dachte, da wären die Seerosen am diesem Wetter im Norden. Da wärst du jetzt hingelaufen. Nee, da wäre ich außen rumgelaufen. Du hättest gar keine Möglichkeit gehabt, hier anders hinzukommen. Du hättest da hinten drehen müssen und wieder zurücklaufen müssen. Wahrscheinlich. Oh Gott. Aber ich glaube, mein Quarter ist ein bisschen schneller als dein. Ja, die Quarter Horses sind definitiv etwas schneller. Aber nur auf jeder vierten Meile. Deswegen sind sie ja auch so beliebte Championatspferde tatsächlich. Genau. Man muss auch sagen, vom Springer sind sie auch relativ flink. Ja, die haben eine der kürzesten Sprunganimationen. Das ist es halt. Deswegen sind sie auch besser als meine liebste Rasse der Araber. So, wir waren aber beim Thema Filme. Genau. Ja, willst du anfangen? Wir wollten jetzt erstmal so ein bisschen über unsere Lieblingsfilme reden. Und ich weiß ja nicht, ob du jetzt anfangen willst oder ob ich anfangen soll. Oh, du. Tatsächlich habe ich dich sogar gerade angelogen. Ich habe sogar drei Lieblingsfilme. Oha. Die ich mir sogar total gerne angucke und ich mir jedes Mal angucken könnte. Und wir fangen erstmal ganz klassisch an und gehen etwas in die ältere Schiene. Ich bin ein totaler Fan von der kompletten Jurassic Park bzw. Jurassic World Reihe. Ah, okay. Tatsächlich ist es sogar, sag ich mal, nicht der Start. Aber damit habe ich meine Liebe zu Dinosauriern ein bisschen vertieft. Oh, okay. Ich bin, also, wenn man mich etwas über Dinosaurier fragt, kann ich dir sogar tatsächlich sehr viele Fakten wiedergeben, weil ich mich dann nämlich ab dem Zeitpunkt auch sehr viel mit Dinosauriern beschäftigt habe. Also, und Fragen wie zum Beispiel, der große Saurier ist ja klar, ne? Dann Saurier ist ja... Ja, der Argentinosaurus. Ja, nicht, manche sagen, der Zeitmosaurus, der war früher mal der längste und der größte. Und heißt deswegen auch Erdbeben-Echse. Aber der Argentinosaurus ist halt später gefunden worden und... Er war größer. Auch der größte. Er war echt größer. Ja. Und er heißt... Fun Fact am Rande, er heißt Argentinosaurus, weil er auf einer kleinen Farm in Argentinien gefunden wurde. Wer hätte gedacht? Ja. Ich
glaube, das Seismo wurde in China gefunden, kann das sein? Bitte? Seismosaurier, oder Seismosaurus in China? Ja, ich glaube ja. Ja, auch, ne? Ja, mm. Ja, wer Jurassic Park, also ich fange jetzt mit dem ersten Teil an, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wer Jurassic Park nicht kennt, ich kann das hier, ich kann den jetzt mal kurz zusammenfassen. Im Groben geht es halt darum, es gibt einen... Spoiler. Hm? Spoiler, hust, hust, nein. Spoiler, hust, hust. In dem Film gibt es einen Millionär, der heißt John Hammond und er hat den Traum, er möchte gerne Dinosaurier wieder zum Leben erwecken. Er hat Teams losgeschickt, um in, glaube ich, sogar auch Argentinien zu suchen. Und tatsächlich finden sie dort einen Bernstein, wo eine Mücke drin eingeschlossen ist, die das Dinosaurierblut beherbergt, das sie brauchen. Dann schafft er es mit Wissenschaftlern, die Dinosaurier wieder zum Leben zu erwecken. Und er schafft einen Freizeitpark für Familien mit diesen Dinosauriern. Und um das abzusegnen, weil tatsächlich einer der Arbeiter bei dem Verladen eines Velociraptoren umgekommen ist, sind die Anwälte jetzt skeptisch, ob der Park nicht eventuell doch zu gefährlich sein könnte aufgrund der Sachen, die sie dort anbieten. Und tatsächlich ist es dann halt so, dass er dann Archäologen einladen muss, und die dann die Sicherheit des Parkes testen. Dabei werden drei Archäologen eingeladen. Das sind Dr. Alan Grant, Dr. Ellie Sattler und Dr. Ian Malcolm. Und ja. Kann ich kurz sagen? Ich habe auch letztens im Teil des verborgenen Dinosauriers, oder wie heißt das? Dinotal? Dinotal. Sagen wir mal einfach Dinotal heute. Im Tal des das Tal des verborgenen Dinosauriers, ja. Genau. Okay. Da gibt es ja auch so, ich habe heute was gefunden, als ich unterwegs war. Und zwar auch so eine in Bernstein eingeschleuste, eingesperrte Mücke. Ja. Und jetzt weiß ich auch, woran das eine Anekdote ist oder eine Anlehnung. Ja, natürlich. Ich habe Jurassic Park nie geschaut, weil ich hatte damals Angst gehabt von wegen, oh Gott, Dinosaurier und Monster und oh nee. Nein. Obwohl ich ein riesen Dino-Fan war. Ich dachte, nein, auf gar keinen Fall. Der Film ist super. Also ich finde ihn super. Ich habe ihn tatsächlich gesehen, nachdem ich Ice Age 3 geguckt habe, tatsächlich. Fun Fact am Rande, mit Ice Age 3 ist auch meine Liebe zu Dinosauriern ausgebrochen. War das der Film mit dem Linus? Ja. Okay. Aber nicht das mit dem tauenden Eis, ne? Oder? Mit dem was? Mit dem Eis, das taut, oder? Nee, das ist der vierte Teil. Dritte war? Die Dinosaurier sind los, ja. Ach ja, mit dem Tal, ne? Ja, genau. Sehen. Und da hat Kai mich auch schon eingeholt. Ja, weil ich einfach ein American Quarter Horse habe, auf Level 15. Das ist bedauerlich. Ich habe alle Pferde ausgelevelt, jetzt schon. Ja. Und auf jeden Fall, diese drei Archäologen kommen dann auf diesen, kommen dann zu diesem Park und müssen, also sollen sich dann angucken und die Sicherheit des Parkes bewerten. Am Ende, also, sie sind doch erstmal sehr davon begeistert und dann nimmt aber der Schrecken, sag ich mal, seinen Lauf. Und zwar ist es dann so, dass einer der Mitarbeiter vom Jurassic Park nicht der cleverste ist und aufgrund von Bezahlung einer anderen Firma, die nicht zu diesem Projekt gehört, soll er Dinosaurier-Embryonen klauen. Problem an der ganzen Sache ist, dass er dafür die Sicherheitssysteme abschalten muss und er aber dann alles abschaltet, sowohl Sicherheitssysteme als auch Strom, was zur Folge hat, dass sich der komplette Park in Chaos gestürzt wird. Dinosaurier brechen aus, sie fressen Menschen. Im Endeffekt sind keiner der Arbeiter am Ende übrig, bis auf der Malcolm überlebt, die Sattler überlebt, die beiden Kinder von dem... Also die beiden Enkelkinder von dem Hammond überleben, der Hammond selber überlebt und der Grant überleben. Der Rest wird leider entweder von der Mitarbeiter, der da alles abgestellt hat, der wurde zwischenzeitlich dann, während er versucht hat, mit den Embryonen zu fliehen, von einem Dilophosaurier hingerichtet. Ah, okay. Was für einer? Dilophosaurier? Mhm. Das ist tatsächlich ein kleinerer Fleischfresser. Ich würde schon sagen, so ein Raptor, oder? Ja, der ist noch kleiner. Also der, noch kleiner. Also der Raptor ist ja circa, wenn er seine
Größen erreicht, ist der ja circa 2 Meter lang, beziehungsweise auch groß. Und die Dilophosaurier ist kleiner. Aber er hat den Vorteil, dass er ein sehr, sehr tödliches Gift hat. Ah, okay. Was deine Nerven lähmt und er dann leichter das Spiel hat, dich zu töten. Aber Gift bei Dinosauriern ist ja auch so eigentlich unnötig. Ja, aber beim Dilophosaurier tatsächlich ist das so. Also ich dachte ja von wegen, weil er so klein ist, wäre wahrscheinlich so ein typischer Eierdieb. Aber anscheinend nicht. Auf gar keinen Fall. Also er beißt einmal zu und dann war es das dann. Nee, tatsächlich sprüht er so ein Sekret aus Düsen. Ah. Also er spuckt prinzipiell das Gift. Okay, manche Schlangen machen es ja auch noch, ne? Die spritzen nicht, die spucken einfach. Ja. Okay. Und der Wilderer, der sich die meiste Zeit auf die Velociraptoren spezialisiert hat, der auch für im Park für die Velociraptoren zuständig war, wird, es ist sehr ironisch, von Velociraptoren gefressen. Ja. Wer hätte gedacht? Da war auch noch ein Anwalt dabei gewesen. Dieser Anwalt ist einer der lustigsten Arten. Wohin laufen wir doch mal? Wollten wir nicht zu dem Haus von den Schweden laufen? Ah ja, okay. Gut. Und zurück. Ich weiß jetzt nur gerade nicht, welcher Weg das war. Komm, wir laufen noch zu. Wie heißt der? Björn? Ja. Ja, wo ist denn der? Ich laufe einfach mal hier lang. Okay. Ist er echt zu Björn? Okay. Ich weiß ja nicht! Also da geht's zu Björn. Ich glaube ja, ne? Okay, du warst bei den... Genau, also der Anwalt, der noch dabei gewesen ist, der sich um den juristischen Kram und so gekümmert hat, der hat versucht, sich vor dem T-Rex auf dem Klo zu verstecken, hat nicht funktioniert. Warum auch? Ich meine, hallo? Er darf nicht aufs Klo gehen, das ist doch dumm. Also ich meine, T-Rex. Er hat, also das mit dem... auf der Toilette verstecken, das hat nicht funktioniert, weil er sich, weil der T-Rex den nämlich dann gefressen hat. Wer hätte gedacht? Auf dem Klo. Und der Sicherheitschef, sage ich mal, der wurde auch von den Velociraptoren, aber im Sicherheitsbunker getötet. Ja. Quasi. Und die Dinos sind los. Am Ende sind dann die halt noch übrig, also die Enkel von Hammond, Hammond selbst, die Settler, der Grant und der Malcolm. Und die entkommen dann mit dem Helikopter und der Park wird als zu gefährlich eingestuft und das Projekt liegt auf Eis. Also man könnte eigentlich, da hast du auch schon ein Spiel daraus bringen. So Survival-Spiele theoretisch, ne? Es gibt tatsächlich ein Survival-Spiel dazu, ja. Oha, okay. Ja. Das muss ich nicht. Geht's denn da runter? Wir müssen jetzt links, ne? Rechts zum Bär. Ich bin verwirrt. Okay. Die Sache ist halt von wegen, es wird auch in Russland gerade darüber nachgedacht, ob man Jurassic Park wirklich machen sollte. Nein! Doch. Aber nur mit einer bestimmten Art, und zwar mit den Mammuts. Egal. Nein. Nein, die Sache ist halt von wegen, das bräuchte man wirklich, weil... Durch. Wo geht's lang? Okay. Sicher? Man merkt, dass ich schon lange nicht mehr hier gewesen bin. Ja, ich auch. Ach, guck mal, das ist. Guck mal, das Björn. Sollen wir reingehen? Nein. Sollen wir umdrehen oder? Und zurück. Weißt du, einfach ein Checkpoint. Und wieder zurück. Nee, von wegen, dass man aufgrund des Klimawandels, dass halt dann der Boden, der Permafrost sich löst. Okay. Und dann der Tiger, der russischen, sehr viel CO2 gespeichert und Methan gespeichert ist, das dann freigegeben werden könnte. Und dass sich der Klimawandel dementsprechend verschärft. Wo wollen wir lang? Keine Ahnung, aber ich pfeife jetzt gerade mal ein bisschen auf die Regeln und laufe jetzt einfach mal hier lang. Das ist ein Weg, das ist ein normaler Weg. Und dass man quasi die Mammuts dazu züchten wollte. Dass sie quasi den Permafrost aufgrund von ihrem Gewicht quasi drin, also Druck ausüben, um das CO2 und Methan quasi im Boden zu behalten. Das war der Plan. Das ist doch gut.
Das ist ja gut. Und ich meine, Mammuts sind doch nicht so fressig und Menschen essen die auf keinen Fall. Solange sie nur die Mammuts wieder zurückholen, finde ich das auch gut, weil tatsächlich würde ich sogar sagen, wenn die Leute versuchen würden, Jurassic Park nachzumachen, würde ich es ihnen nicht empfehlen. Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, ist sehr hoch. Ja. Weil man hat ja gesehen, man hat auch in dem Film selber gesehen, was die Dinosaurier anrichten können, wenn man unfertige Gensequenzen nutzt. Man sieht auch heute von wegen, zu was Elefanten fähig sind. Von wegen. Ist immer so ein berühmtes Beispiel von einem Zirkuselefanten, der einfach keinen Bock mehr hatte. Erst dann. Und, echt? Denk dran, die Zeit zählt, ne? Oh! Stimmt, Mist! Nein! Also, ich hatte, okay. Ich habe eins, also ich nicht eins, sondern 1454. Oha! Was? Glaube ich 14. Nicht. Doch? Ich habe 1430. Oha, das ist komisch. Aber auch nur, du hast es ja erst nicht gecheckt, dass du die Zeit stoppen musst. Ja, und ich habe auch später erstmal, also am Anfang habe ich ein paar Sekunden vorgeschoben, damit ich halt wieder ins Spiel komme. Weil meine Stoppuhr ist ja hier am PC. Ja. Naja. Wir machen Unentschieden draus, okay? Okay, das finde ich nett. Tatsächlich, ja. Wo war ich gerade mit dir? Ah, genau, von wegen. Mach du erstmal. Ja, da wir jetzt bei diesem Thema nur einen Film geschafft haben, tatsächlich, würde ich mal sagen, zieht sich das Thema jetzt noch so weiter durch die nächsten Videos? Ja, würde ich sagen. Ja. Okay, dann wolltest du noch was sagen, hattest du gesagt, ne? Ja, aber ich komme nicht mehr drauf. Nee, auf jeden Fall, das Gute ist ja von wegen, die haben echt Mammut gefunden, eine Mammutleiche. Die halt so gut eingefroren war, dass man noch Mammutblut quasi sicherstellen konnte. Ach krass. Und jetzt wird's eklig, man konnte sogar noch Fleisch essen. Oh, ja, eben. Mm, und ist ja aus dem Leitmaterial will man natürlich jetzt auch Mammut züchten. Die dann halt da angesiedelt werden sollen. Aber es ist halt auch sehr, sehr teuer. Aber daran kann man mal sehen, dass Mammut Fleisch und Blut gut konserviert werden kann. Mhm. Wenn es eingefroren ist. Wahnsinn. Das heißt, Leute, vertraut auf eure Tiefkühltruhen. Also wenn mein Hund mal stirbt, tue ich den in die Tiefkühltruhe. Wenn du essen möchtest, ja. Es gibt tatsächlich schon bekloppte Leute, die haben ihre toten Hunde nach Asien schicken lassen und die dann klonen lassen. Oh Gott. Ja, es ist halt derselbe Hund, aber nicht derselbe Hund. Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Okay, dann würde ich mal sagen, war es an dieser Stelle auch schon wieder. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Ach ja, und bevor ich es vergesse, Community-Knuddeln in 3, 2, 1. Mö.